Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier auf RFO. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Eva Gottstein, 64 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder und Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Die gebürtige Eichstätterin ist ihrer Heimat treu geblieben. Als Realschullehrerin unterrichtete Eva Gottstein an verschiedenen Orten in der Region. Letztendlich aber blieb die Bischofsstadt für sie immer der Lebensmittelpunkt. Ich bin hier geboren, hier sind unsere Kinder in die Schule gegangen, hier bin ich als Lehrerin in die Schule gegangen und letztendlich war hier auch mein politischer Start. Ich liebe diese Stadt. Seit 1996 sitzt sie im Stadtrat. Bald darauf ist sie das Gesicht der lokalen Freien Wähler. Sie steigt in den oberbayerischen Bezirksvorstand auf und macht landesweit als Bildungspolitikerin von sich reden. 2008 dann der Einzug in den Landtag. Ich war vorher Lehrerin und Schulleiterin und ehrenamtlich Politikerin. Jetzt bin ich hauptamtlich Politikerin, natürlich immer noch der Bildung stark verbunden. Ja, das ist nochmal eine Phase, die man an sich in diesem Alter nicht mehr erlebt und ich möchte keine Stunde missen in dieser politischen Tätigkeit. Dass in Eichstätt die Freien Wähler den Oberbürgermeister stellen, ist auch der Verdienst von Eva Gottstein. Als politischer Nobody deklassierte Andreas Steppberger 2012 den etablierten CSU-Bewerber. Solche nachhaltigen Erfolge vor Ort festigen in ihren Augen auch das Profil der Freien Wähler auf Landesebene. Man merkt auch momentan, dass eine absolute Mehrheit wieder zu solchem Hochmut verführt, dass ich überzeugt davon bin, dass wir 2018 wieder andere Wahlergebnisse haben werden. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf, ja, die wird neue Umweltministerin. Fast ein Jahr hat sie die Staatskanzlei geleitet, dann hat sie sich zurückgezogen. Am ersten Montag im September verkündete die CSU-Politikerin Christine Haderthauer ihren Rücktritt. Eine Entscheidung, die einige sehr bedauern, anders die Opposition. Der Rücktritt Haderthauers sei überfällig gewesen. Die Landtags-SPD fordert sogar einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Der Grund für Haderthauers Rücktritt ist die sogenannte Modellauto-Affäre. Hintergrund ist eine Anzeige des früheren Mitgesellschafters der Firma Sapor Modelltechnik. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht gegen die CSU-Politikerin. Den Posten als neuer Staatskanzleichef übernahm Marcel Huber. Eine Stelle, die ihm nicht fremd ist, denn der Oberbayer war bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Als Newcomer gilt sie, die neue Umweltministerin Ulrike Schaaf, eine 46-Jährige aus Erding, die politisch bisher als eher unauffällig galt. Über die überraschende Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer freute sie sich verständlicherweise sehr. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet. Die Überraschung ist natürlich da. Aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei.
Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut. Die 46-Jährige ist seit 2011 Schatzmeisterin der CSU und Präsidiumsmitglied. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Weil Schaaf im Gegensatz zu Huber dem Kabinett bisher nicht angehörte, musste ihre Berufung der Landtag zustimmen. Angesichts der absoluten Mehrheit der CSU eine reine Formsache. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und auch nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten. Anders als manche Abgeordnete. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Schaaf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Schaaf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Haderthauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Frau als mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Vielen Dank, Thomas Kreuzer. Also ich kann mich noch gut erinnern, als in der letzten Legislaturperiode meine geschätzte Kollegin Renate Ackermann eben auch sozusagen versucht hat aufzuklären, was da jetzt genau war. Sie hat ja dann auch mit dem Verurteilten mal telefoniert und hat sich da selber aus erster Hand informieren lassen. Und es ist einfach sehr lange her, dass diese Affäre, also jetzt sicherlich eine richtig handfeste Affäre, eben schwelt. Und es ist eben ein Thema, das hier ganz offensichtlich die ehemalige Ministerin nicht willens war, dazu beizutragen, sie aufzuklären. Ich glaube, der Schritt von der Christine Haderthau ist nur mit Respekt zu begleiten. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, es gilt ja bis zum Schluss die Unschuldsvermutung. Und ich finde, jetzt soll der Untersuchungsausschuss mal seine Arbeit machen. Aber sie hat ja letztlich die Konsequenzen gezogen und hat ihren Schritt getan. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten hier im September beschäftigte, nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern wirklich nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München, ja, die platzen aus allen Nähten. Und die Opposition hat gewarnt, schon vor Jahren, dass dies so kommen werde.
Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. In Sachen Flüchtlingspolitik hat Bayerns Sozialministerin Emilia Müller klar definierte Ziele. Auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag wollte sie dem Sozialausschuss Rede und Antwort stehen. Dafür verließ sie sogar vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um der Regierung mangelnde Aufklärung und zu spätes Handeln vorzuwerfen. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Und derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und das Sonderwege finden. Für die CSU scheinen diese Vorwürfe ungerechtfertigt. Schließlich sei die Situation erst seit Kurzem dermaßen extrem. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Noch Ende Oktober gibt es Erleichterung für die Erstaufnahmelager in München und Zirndorf. Dann will man in Regensburg eine Zweigstelle mit 250 Plätzen eröffnen. Des Weiteren ist für jeden Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Für Mitte 2015 kann man in Bayreuth damit rechnen und in Augsburg sollen die ersten Asylbewerber ab der zweiten Jahreshälfte 2015 aufgenommen werden können. Ansonsten noch in Deggendorf und in Schweinfurt. Insgesamt will man aber die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern noch bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. Nach einem kurzen Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen darf eine alte Kaserne bei Ingolstadt umfunktioniert werden. Es sind ja derzeit auf der ganzen Welt Unruhezustände vorhanden. Es herrscht in ganz vielen Bereichen dieser Erde Krieg. Und wir müssen uns natürlich jetzt schauen, dass wir uns darauf einstellen, wenn diese extremen Zuwanderungsströme und Flüchtlingsströme auf uns zukommen. Ich glaube, dass in diesem Ausmaß niemand wirklich mit diesem immensen Strom gerechnet hat. Das hat uns etwas überrascht. Man kann hier nicht sagen, dass man das absehbar erwarten konnte. Insgesamt möchte ich aber sagen, dass ich das für richtig gehalten habe, dass unsere Staatsministerin Emilia Müller, dass sie schon im Vorfeld weit auch letztes Jahr gesagt hat, wir brauchen dringend die enge Zusammenarbeit mit den Regierungsbezirken, mit den Landratsämtern und den Kommunen. Und da ist die Suche riesengroß nach neuen Beherbergungen für diese Flüchtlinge. Und die Suche läuft auf Hochtouren auch bei uns im Berchtesgadener Land, im Stimmkreis Berchtesgadener Land und Rupertiwinkel. Man versucht ja immer wieder neue Möglichkeiten zu schaffen. In puncto Asylpolitik muss ich sagen, da hat man so viel versäumt in Bayern, in der Staatsregierung, bei der CSU. Man hätte einfach schon viel früher reagieren müssen. Also wir haben vor 5 Jahren die erste zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung gefordert. Aber das war vor 5 Jahren die erste und danach haben wir sukzessive immer mehr gefordert. Und auch jetzt muss ich sagen, man kann doch nicht für eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung über ein Jahr brauchen, bis man sie herrichtet. Das geht nicht. Es muss schneller gehen und es gibt ja, wie uns der Roter Landrat gezeigt hat,
gezeigt hat, ja, also der gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht mal in die Püsche kommt hier, wenn ihr nicht mal endlich was unternehmt, dann beschlagnahme ich die Kaserne. Es gibt leerstehende Gebäude, die auch geeignet sind für Erstaufnahmeeinrichtungen und da hätte man viel früher, viel schneller handeln müssen. Das war wieder Plenum TV, das Magazin. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.